Begrüße, schön, dass du eingeschaltet hast. Heute widmen wir uns den stärksten Männern aus Österreich. Grüße gehen raus an Flo, der Melonenkopfs Fakten und FMK Fun. Viel Spaß! Der erste in unserer Liste ist Otto Wanz. Der gelernte Kfz-Mechaniker war in seiner Jugend derart erfolgreich als Boxer, dass er als 16-Jähriger vom Boxverband in den Erwachsenenbereich geholt wurde, nachdem die gleichaltrigen Boxkollegen gegen ihn chancenlos waren. Danach holte er zahlreiche Landesmeistertitel, wurde 1960 in die österreichische Olympia-Auswahl berufen und war langjähriger Starter im österreichischen Boxkader. Im Jahr 1967 wechselte Wanz zum Ringen und begann bereits ein Jahr später seine Wrestling-Karriere. Wanz war zusammen mit Peter William Besitzer der europäischen Wrestling-Promotion CWA, für die er auch selbst aktiv antrat. Er arbeitete vorher auch für die amerikanische AWA und hielt einmal deren Meistertitel. Wanz hielt 3 Kraftweltrekorde und veranstaltete viele der europäischen Strongman-Wettbewerbe. Des Weiteren spielte er mehrere Rollen in verschiedenen Filmen. Emanuel Beskari, Spitzname der Titan. Emanuel Beskari ist ein gelernter, diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger, der erst seit kurzem Kraftsport betreibt und erst seit 2017 bei den Strongman-Meisterschaften teilnimmt, wo er auf Anhieb Dritter wurde. Beim Bankdrücken schafft er 180 Kilo, beim Kreuzheben 280 Kilo und bei den Kniebeugen 250 Kilo, was für sein Alter eine Wahnsinnsleistung ist. Der Junge hat noch viel Potenzial nach oben. Manfred Höberl. Seine sportliche Karriere startete er im Bodybuilding, wo er auch einige kleinere Titel gewann, doch bald entschied er sich für das reine Krafttraining. Titel holte er 1993 und 1994 als World Muscle Power Winner sowie stärkster Mann der Welt 2. Platz. Er stand im Guinness Buch der Rekorde als Mann mit dem größten Oberarmumfang mit 67 cm und gewann 7-mal die Australia Strongest Man Entscheidung. Höberl beteiligte sich an Disziplinen wie Betonkoffer tragen, Steinkugeln bis 180 Kilogramm schleppen und Anheben bzw. Umwerfen von PKWs. Nach einem schweren Autounfall war seine Karriere im internationalen Kraftsport kurz unterbrochen. Im Anschluss an die Rehabilitation nahm Manfred Höberl das private Training allerdings wieder auf. Es folgten später noch ein Fernsehauftritt, bei dem er 2 Ferraris mit reiner Muskelkraft in Hercules Hold am Losfahren hinderte und noch viele andere Auftritte und TV-Shows. Er hat 2001 einen schweren Motorradunfall erlitten und laboriert bis heute an dessen Folgen. Martin Wildauer, Spitzname der Wüderer. Martin Wildauer ist Angestellter im öffentlichen Dienst, Bauamt und allgemeine Verwaltung in der Gemeinde. Seine Hobbys sind Lesen, Fotografie, Holzarbeiten, Wandern und Sport. Kraftsport übt er seit 2003 aus, Strongman ist er seit 2007. Seine größten Erfolge und Rekorde sind 1. Platz Giant Sliff Finnland 2011, Arnold Classic Teilnehmer, Top 4 Platzierung. Er war im Finale des World Strongest Man, ist 9-mal Austria Strongest Man. Er haltet über 60 österreichische Rekorde und hat 10 Weltrekorde. Seine besten Leistungen sind im Kreuzheben unglaubliche 435 Kilogramm, beim Bankdrücken 220 Kilogramm, bei den Kniebeugen 330 Kilogramm, beim Locklift 180 Kilogramm. Dieser Mann ist eine pure Kraftmaschine. Österreichs stärkster Mann ist niemand anderes als Arnold Alois Schwarzenegger. Arnold ist ein österreichischer Schauspieler, Publizist, Unternehmer, ehemaliger Bodybuilder sowie ehemaliger US-Politiker. Er erlangte vor allem als 7-facher Mr. Olympia sowie dank zahlreicher Hollywood-Filme, insbesondere durch seine Verkörperung des Terminators, internationale Bekanntheit und war der Governator von Kalifornien. Bereits mit 14 Jahren begann Schwarzenegger mit Krafttraining und Bodybuilding. In Graz trainierte er in Ostbahn Kurtis Studio, welches heute noch immer existiert. Die wichtigsten Titel sind 7-mal Mr. Olympia, 4-mal Mr. Universum, 1-mal Mr. International, 1-mal Mr. World und 2-mal Mr. Europe. Er bekam in den USA auch den Spitznamen The Austrian Oak, die österreichische Eiche. Hier bei uns in der Steiermark ist er die steirische Eiche. Arne, du bist ein geiler Typ.
Schreibt mir in die Kommentare, wen ihr in dieser Liste vermisst. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like oder ein Abo da und teilt das Video mit euren Freunden. Wenn ihr mehr sehen möchtet, dann habe ich hier die brutalsten Fouls aus Österreich oder 5 spektakuläre Traktorunfälle aus Österreich. Haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao!